Herzlich willkommen zu unserem Interview, lieber Erik. Hallo. Ja, du hast dich bereit erklärt, ein Interview mit uns zu machen, weil deine große Leidenschaft ist das Funken. Wo liegt denn darauf dein Hauptaugenmerk? Das Hauptaugenmerk liegt eigentlich in dem Sinne auf dem 10 Meter, 10 Meter, 11 Meter und 12 Meter Band, also sprich, zurzeit noch auf dem 11 Meter Band. Weil noch keine Lizenz, bin aber gerade dabei. Ja, schön, schön. Zu den Lizenzen haben wir ja auch schon Videos gemacht. Ich habe dich heute eingeladen, weil wir über die berühmten PMR-Funkgeräte sprechen möchten. Ja, also die erste Frage, die ich da an dich hätte, ist, wofür steht denn PMR? Also das PMR steht für Personal Mobile Radio, in dem Sinne Funk für jedermann, den eigentlich jeder nutzen darf ohne Lizenz und einfach frei nutzbar für jeden, der sich so ein Funkgerät zulegt und kauft. Ja, wobei die Frage wäre, für viele, die sich damit nicht auskennen, welche Marke man da favorisieren sollte, was man sich anschaffen sollte und für welchen Bereich. Ja, das kommt drauf an, was man vorhat in dem Sinne. Es gibt, wie gesagt, Einsteigermodelle oder was heißt Einsteigermodelle? Ganz einfache Modelle, die man wirklich in der Kaufhalle kaufen kann, die man da nutzen kann. Und wie gesagt, es gibt dann halt auch von namhaften Herstellern wie Team, Midland, Red Davis und alles Mögliche. Also gibt es viele, sagen wir so, von der Preisklasse her. Ist breit gefächert. Man kann viel Geld ausgeben und man kann wenig Geld ausgeben. Ja, ich habe gehört, diese PMR-Quetschen, so wie die im Funkerjargon genannt werden, fangen so an bei 30 Euro und geht hoch so bis 150 in diesem Bereich. Wobei da auch noch Marken wie Olympia, Kenwood und Midland Motorola wären. Was für Funkgeräte hast du? Ich habe, wie gesagt, die ganz einfachen aus der Kaufhalle. Wie gesagt, das sind einfach Olympia. Wie gesagt, die gibt es immer so im Doppelpack hier. So, dass man zusammen mit, also in dem Sinne, linkes blödes Kind und der Vater oder Mutter und Vater oder so, die nutzen können, in dem Sinne, fürs Wandern als Beispiel oder als, ja, wenn man im Garten ist und die Frau im Haus und das Mittagessen ist fertig, dass sie ihn anrufen kann oder so, als Beispiel. Ah, du meinst ganz im Sinne der Landsitzliebe, dass man von einem Landsitz zum anderen funken könnte, die Reichweite. Ungefähr wir hätten diese PMR-Geräte. Naja, ich sag mal so, von Landsitz zu Landsitz kommt halt auf die Entfernung drauf an, weil du bist etwas eingeschränkt in der Entfernung, sagen wir so, innerorts, in der Stadt, wie gesagt, hast du so zwischen 500 Meter und 1 Kilometer ungefähr Empfang, also so circa, kommt halt immer auf die Störsignale ringsrum an und wie die Bebauung ist, so, und ich sag mal so, außerhalb jetzt, was Wald, Feld, Wiesen ist, kannst du bis zu 2 bis 3 Kilometer ungefähr durch die Leistung halt, die da nie unbedingt allzu hoch ist, mit 0,5 Watt, ist halt ein bisschen eingeschränkt. Ja, ich habe gelesen, dass auf freiem Feld auch eine Strecke von 4 bis 6 Kilometern zu erreichen wäre. Ja, kommt wie gesagt auf die Geräte drauf an. Es gibt, wie gesagt, die höherpreisigen Geräte haben meistens eine größere Antenne, weil die haben hier eine relativ kleine Antenne. Da ist der Empfang und die Sende, ich sagen, vom Senden her nicht so gut wie jetzt bei den Profigeräten. Aber wie gesagt, die Profigeräte senden genauso mit den 0,5 Watt Leistung, weil das vom Gesetzgeber her vorgeschrieben ist. Mehr darfst du halt nicht in dem Bereich. Und da ist halt, wie gesagt, mit Antennengewinn wieder. Da ist dann, umso größer die Antenne, umso mehr Reichweite hast du und mehr Empfangsfeld hast du. Ja, danke schön. Danke für die Erklärung. Magst du unseren Zuschauern zeigen, wie man so ein Funkgerät bedient? Ja, kann ich, wie gesagt, mal machen. Man hat hier, wie gesagt, ganz einfach An- und Aus-Taste, eine Sendetaste, laut und leise und einen Kanal, Sucher in dem Sinne. So, dann hast du noch eine Call-Funktion. Da kannst du in dem Sinne, wenn beide Geräte an sind und beide auf dem gleichen Kanal sind, kannst du dich gegenseitig in dem Sinne per Weckruf, also sprich, hast du wie eine Art Klingelton, was dann auf dem anderen Gerät auftaucht, also sprich, du sendest dann in dem Sinne wie beim Handy einfach bloß ein Anrufsignal, dass die andere
der das andere Funkgerät hat oder in dem Sinne mit auf dem Kanal ist, ein Signal kriegt, aha, hier will jemand was von mir. Und wie stellt man den Kanal ein? Ja, du hast, es ist wie gesagt hier bei dem Gerät ist es relativ einfach. Du hast hier Plus- und Minustaste und eine Menüführung und dann kannst du in dem Menü, wie gesagt, kannst du einstellen, welchen Kanal du möchtest. Das ist jetzt, wie gesagt, die einfachen haben meistens bloß 8 Kanäle. So die etwas teureren Geräte haben 16 Kanäle und da hast du, wie gesagt, sobald jemand in dem Sinne so ein PMR-Gerät hat und den Kanal hat, kann der dich auch hören, wenn er in deiner Reichweite ist. Also du kannst da müssen sagen, müssen jetzt nicht gleich von der gleichen Marke her sein, sondern in dem Sinne ist es ja alles E-Frequenzband des PMR. So, und da kann jeder, der so ein PMR-Gerät hat und auf deiner Frequenz ist, auf deinem Kanal, kann dich hören. Und kann in dem Sinne dir, wenn mal irgendwas ist, für den Notfall, in dem Sinne, wenn das Handynetz ausfällt, können dann halt alle, die so ein Gerät haben, miteinander kommunizieren. Die in dem Sinne den gleichen Kanal haben, auf der gleichen Frequenz unterwegs sind. Ob das egal jetzt, ob das ein teures Gerät ist oder ob das ein ganz billiges, wie die jetzt sind. Aber du hast halt in dem Sinne die Möglichkeit, im Notfall mit anderen Stationen, wie es bei uns genannt wird, im Funkerbereich zu kommunizieren. Also, das ist, ich sag mal so, sehr hilfreich, wenn wirklich mal Not am Mann ist. Und halt, wie gesagt, die funktionieren mit ganz normalen Batterien. Die teureren Geräte sind dann schon wieder mit Akku und USB-Ladung. Sprich, kann man die dann, oh, wenn man viele jetzt wie eine Powerbank haben oder manche haben mittlerweile ein Solarpanel für unterwegs, kannst du die dann halt über Solarpanel laden. Ja, sehr gut, sehr gut. Also sehr nützlich beim Wandern, zum Survivalen, auf Reiterhöfen, Baustellen und so weiter. Auf welchen Frequenzbereich funken PMR-Funkgeräte? Also die Funkfrequenz ist 446,0 bis 446,2. Und das sind halt die 16 Kanäle dort eingepackt in dem Frequenzbereich. So, und die kannst du halt nutzen. Die sind, wie gesagt, in den Geräten vorprogrammiert. In den teureren Geräten muss man meist nochmal die Kanäle direkt selber einprogrammieren. Da gibt es dann aber, wie gesagt, auch noch also die Datenkabel zum Computer anstecken. Du kannst auch händisch eingeben. Also das ist dann immer so ein bisschen bei die Profi-Geräte ein anderes Thema. Wie gesagt, die Geräte hier sind ganz einfach in dem Sinne, die kann jeder bedienen, der in dem Sinne das Gerät ankriegt. Ja. Und die PMR-Geräte sind seit 1999 in Deutschland anmelde- und gebührenfrei, also für jedermann nutzbar und als Einstiegsgerät im Bereich Funken sehr gut geeignet, nicht wahr? Ja, also wie gesagt, es kann jeder damit umgehen, wie gesagt. Das Einzige, was jetzt ist, bis 2030, wenn es jetzt interessiert, ist erstmal nur die Zulassung fürs PMR-Netz. Ich denke mal, die werden das wieder verlängern, aber die haben jetzt erstmal die Freigabe für die Frequenzen, weil das ändert sich dann, gibt es wie gesagt Gesetzgebung, da ändert sich ab und zu mal was. Ja, ich bin im Bereich der PMR-Quetschen noch auf einen Begriff gestoßen, der PTT heißt. Worum handelt es sich dabei? Ja, das ist die sogenannte Push-to-Talk-Taste. In dem Sinne, das ist die Sendetaste, die bei jedem Funkgerät ist. Die ist jetzt hier bei dem Gerät wie eigentlich bei jedem an der Seite. Und die musst du dann halt drücken zum Reden. So, und wenn du die nicht gedrückt hast, bist du halt im Empfangsbereich. Also, wenn du die jetzt einfach bloß anhast und in der Hosentasche stecken hast, kannst du übrigens hier Tastensperre, dass man sie anhat und in der Hosentasche hat. Geht auch alles. Und dann bist du in dem Sinne im Empfangsbereich und wenn du jemanden hörst, der mit dir reden will und dann fertig ist mit reden, drückst du einfach dann bloß die Taste, redest rein, lässt sie wieder los und damit hat dein Gegenfunkgerät das halt aufgenommen, was du erzählt hast. Wie gesagt, es gibt dann noch. Ah, wie die Walkie-Talkie früher als Kinder. Genau, und die Wogitogis ist genau das gleiche System. Die sind genau auf dem gleichen Frequenzband. In dem Sinne nur, dass jetzt das PMR in dem Sinne der Fachbegriff ist mittlerweile. Also die Walkie-Talkies ist genau das gleiche wie die jetzt in dem Sinne. Man kann das ohne Walkie-Talkies zählen. Die PMR-Funkgeräte in dem Sinne sind, sag mal so, nennt man jetzt für den Profibereich, wie gesagt, das ist jetzt im Profibereich,
sagt man dazu jetzt das 70 cm Band. Das ist das Frequenzband. Gibt es dann halt, wie gesagt, im Amateurfunkbereich in den 70 cm Band dann noch mehr Möglichkeiten, was die Frequenzen betrifft, die dann auch anderweitig genutzt werden dürfen, aber dazu ist dann eine Lizenz erforderlich. Ja, vielen lieben Dank für die Erklärung, lieber Erik. Eine einzige Frage hätte ich noch an dich, bevor wir zum Ende dieses Interviews kommen. Und die Frage wäre, was hat es mit dem Entstörungscode auf sich? Ja, der Entstörungscode ist, wie gesagt, der CDSC-Ton oder CTSCC, aber 1, 2, 3. Ja, ich habe die Abkürzung auch gelesen. Ja. CTTF, ganz lang, ja, da kann man gar nicht anfangen. Ja, CTCSS-Ton. Das ist, das wird viel, wie gesagt, für Gateways genutzt, in dem Sinne, dass du auf die Gateways drauf zugreifen kannst. Das ist auch wieder ein schönes Thema, die Gateways, aber da können wir das können wir ja mal in einem anderen Video besprechen. Würde ich mal sagen, wer sich dafür interessiert. Ist halt bei die Profi-Geräte ist das mit drin. Und bei den normalen Geräten, die du jetzt in der Kaufhalle kriegst oder die du wirklich für günstig Geld erwerben kannst in Elektrofachmärkten oder selbst, um auf das Thema Walkie-Talkies zurückzukommen, selbst im Spielzeugladen gibt es ja die Walkie-Talkies ein bisschen bunter und ein bisschen kindlicher gemacht. Aber die haben alle die Zusatzfunktionen, die jetzt dann die teuren Geräte haben, nicht. Also wie gesagt, ist dann, bist du wirklich auf die Kanäle, einfach bloß zum Funken da. Da kommst du an die Töne gar nicht ran. Ja, vielen lieben Dank. Danke für dieses liebe Interview von dir, für die Landsitzliebe. Und ich hoffe, wir konnten unseren Zuschauern, ja genau, diesen Becher gibt's übrigens bei der Landsitzliebe zu erstehen, auch noch weitere Artikel wie Hoodies und ganz viele süße Accessoires. Man findet das Ganze bei uns auf dem Landsitzliebe Spreadshirt Shop. Danke für diesen Hinweis, Erik. Und gar nicht zu danken. Und für den Kauf der Tasse, herzlichen Dank. Ja, und wir freuen uns, wenn es den Zuschauern Spaß gemacht hat, sich das hier anzuhören. Und ja, wir in dem Themenbereich PMR, Funkerquetschen, den Anfängern etwas näher bringen konnten. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Herzlichen Dank, lieber Erik. Ja, nichts zu danken. Ich hoffe, wir konnten den Leuten ein bisschen weiterhelfen. Ja, ganz bestimmt. Dankeschön. Ja. Ciao. Ciao.